Halt, halt, stopp! Dannunter geht's zur Oper. Dannunter. Okay? Sag ich Ihnen jetzt schon den fünften Sonntag, dass ich allein alles da herin. Und nur dazu immer alles am Empfang. Nicht schaff. Außerdem hätte ich gerne mal wieder einen Sonntag frei. Ja, da können wir ja am Montag drüber reden. Ich kann meine Schwester jetzt auch nicht herzaubern. Na, aber Sie müssen. Bringst du mir jetzt endlich einmal das Geschirr, weil sonst geh ich. Fachpersonal einstellen. Mindestens zwei. Weil ihr Schwester die Arbeit für zwei. Ja. Xaver, grüß dich. Was machst denn du da? Heute ist doch Sonntag. Ja. Grüß dich. Und zwar ein ganz besonderer. Nämlich Muttertag. Den du sicherlich vergessen hast. Was hast du vergessen? Ich hab keine Mutter mehr. Und ihr habt keine Kinder, also seid ihr auch keine Mütter. Aber der Maxi hat eine Mutter. Aber die ist doch gar nicht da. Genau. Und deswegen sind wir halt da. Und du bist der Allerletzte, der uns vorwerfen kann, dass wir keine Kinder haben. Mir jedenfalls nicht. Mir genauso wenig. So, ich war jetzt da. Das sind zwei verschiedene Kuchen. Einer mehr trocken und sandig und einer mit Früchte und ein bisschen Sahne. Sahne? Ja, aber schon stark mit Quark vermischt. Mm, also mir kann es eigentlich nicht viel nur Sahne sein. Zu viel Sahne ist ungesund. Bitte, was macht's ihr da? Es ist Muttertag, hat's geheißen. Am Maxi sei Mama, deine Schwester Irmi. Die das Kinderkrank für dich übernommen hat, weshalb ich keine hab und deswegen keine Mutter bin. Elfi, bitte. Ja. Ich will nicht mehr. Nach 3 Jahren Probezeit, mit Blick auf meinen Mann, hab ich mir gesagt, nein. Nachdem der Angelo weg war, war das Thema für mich auch erledigt. Wir sind da für den Maxi. Als Mutterersatz, oder was? Logisch. Das kannst du ihm nämlich nicht bitten. Ich hab's dir gesagt, dass wir's nicht so halt. Dreimal. Dass der runterfällt, Kopf vorwärts. Ich möchte nicht wissen, wie viel Köpfe schon abgenickt sind. Felix, wenn du nervös wirst wegen einem Muttertag und ich weil bin du seit nicht vier nervös. Jahren ich hab's beste Verhältnis zu meiner Mama. Geh mir gleich neue kaufen. Geh weg da. Wenn's so machen soll, wie ich gesagt hab, Vase nehmen, eingeklemmt zwischen da und da. Felix. Ja, ich bin nervös. Seit 4 Jahren der erste Muttertag, wo ich wieder heimkomme. Sag mal, bist du so nervös, weil ich dabei bin? Du weißt, ich habe kein Problem, den heutigen Tag allein zu verbringen. Ich fahre jetzt zum Starnberger See raus und wenn du mich anrufst, hol ich dich ab. Den Teufel wirst du tun, das war ausgemacht. Du weißt nicht von meiner Seite. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann soll ich einspringen, oder was? Irgendwann, Sandra. Was? Irgendwann, ne, Felix? Ja, dann. Geh, okay, red kein Blech. Küss mich lieber. So, komm jetzt. Alles Gute. Ja, um Himmels Willen, Felix. Endlich das Papier weg. Grüß Gott, Frau Kantner. Grüß Anna. Und alles Gute zu Ihrem Muttertag von Ihnen da. Jetzt mach endlich das Papier weg, Felix. Ach.
Die sind aber wirklich wunderschön. Sollen wir jetzt so weitermachen? Wir? Ja, du da drin und mir da heraus. Na, entschuldigt, ich bin ja gar nicht drauf eingestellt auf einen Besuch. Hättest du halt angerufen. Sollte Überraschung sein. Das ist da total gelungen. Jetzt kommt's einmal rein. Ja, aber ein Besuch, aber der ist gleich weg. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Also Mädels, jetzt machen wir für heute Schluss. Der Felix ist da, kennt's ja. Und seine Frau. Sandra, genau. Seien Sie die von der Grippo? Ja, warum? Felix, grüß dich. Helga. Was ist das, Mama? Was? Vier Frauen, vier Computer am Sonntagvormittag. Ja, wir sind ja schon fort. Übrigens, wie geht's an Patrick, Helga? Danke der Nachfrage, alles bestens. Warum fragst du? Felix. Oh, einfach so. Vor anderthalb Jahren ist er rausgekommen und es ist alles in bester Ordnung. Und was treibt er so jetzt, wo er raus ist? Auf geht's, Papas. Bloß weil du bei der Polizei arbeitest, brauchst du nicht meinen, dass du mich da für alle Leute für blöd hinstellen kannst. Mich fragst du nicht aus über meinen Buben. Ich hab bloß. Es ist aber Ruhe. Nein. 14. Bis nächste Woche. Felix, was machst du denn da? Das dürfte nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Was? Du, wie heute Nachmittag rühre ich mich dann nochmal, gell? Jetzt sind's draußen. Sind die öfters da, Mama? Ja, Herr Polizist. Und warum? Kannst du mir sagen, warum du vorhin die Helga so blöd angemacht hast? Weil ich mir ehrlich gesagt schon wundere, warum du so eine kriminelle Schlange reinlässt. Der Patrick hat seine Strafe abgesessen. Ich rede nicht vom Sohn, ich rede von der Mutter. Der hat alle angestiftet. Ihr Mo, ihren Sohn, ihre Nachbarn. Die Frau denkt nur kriminell. Felix, ich hoffe, du bist nicht bloß zum Streiten hergekommen, nachdem du über so lange Zeit so gut wie nie hast blicken lassen. Ja, was darf ich euch anbieten? Oder wolltest du bloß deine Blärmen abgeben? Na, wir wollten eigentlich mit dir was essen, aber einen Kaffee, oder? Ja, gern. Vielleicht auf dem Balkon. Sieg ich mein altes Viertel mal wieder. Gut. Dann einen Kaffee am Balkon. Muss nur schnell telefonieren. Dienstlich. Gut, dann helfe ich mal aufdecken. War nicht schlecht. Dann sieht es am Balkon. Super. Ich brauch nur schnell ein Vasen. Du, Felix. Mama. Ich würde deiner Sandra gern was du anbieten. Sprich da was dagegen. Ich glaub, da gefällt sie sich. Gut, dann mach ich das. Mama? Felix? Geht's dir schon gut? Wieso soll's mir schlecht gehen? Weil heute Muttertag ist vielleicht. Mir geht's gut. Glaube ich dir nicht, dass es dir gut geht, Mama. Wenn das nicht einmal zu früh war. Prost auf den Muttertag. Freile, weil ja der Vatertag für dich ausfällt. Wo kommt der jetzt eigentlich mal, der Maxi? Sonntags unterschiedlich. Wo ist er denn überhaupt? Ich schau mal.
Maxi, was machst denn du da? Arben, das siehst du. Ja, Maxi, was machst denn da? Ruhe, Xaver, ich muss mich total konzentrieren. Grüß Gott. So, Frau Wertheimer, da Ihr Ausweis. Und solltet Sie doch länger wie eine Nacht bleiben wollen, sagen Sie einfach Bescheid. Wir sind zwar voll, aber ich schaue dann, was ich für Sie tun kann. Dankeschön, der Herr. Wie schaut's denn mit einem Frühstück aus? Über Frühstückszeit sind wir schon aus, aber eine kleine Brotzeit wäre möglich. Geht die auch aufs Zimmer? Nein, da müssen Sie schon runterkommen. Anruf bei mir genügt. Maxi, was machst denn du da? Ich mach das, was die Mama macht. Sonntags die vergangene Woche noch einmal kontrollieren. Aber ich frag mich, was tät's ihr da? Ja. Wird's aber dann Zeit, dass du kommst, Felix. Sofort. Sandra. Wir sind jetzt per Du. Felix. Mama, du hast ein Problem. Du machst Online-Versteigerungen. Ja und? Vernetzt mit deinen Frauen da. Ist das verboten, oder wie? Eigentlich nicht. Außer wenn man es mit der Husche Helga macht. Wie geht man meine Sachen noch auf dein Handy auf? Die habe ich gerade von deinem Computer runtergeladen. Jetzt reicht's, Felix. Schön, dass du mich besucht hast. Schön, dass du mit der Sandra gekommen bist. Danke für die Blumen zum Muttertag. Aber ich will, dass du das dann löscht und noch gehst. Ist da lösch ich, wenn überhaupt, erst heute Abend. Dass ich Tuschering singe, bloß euch drei am Computer, hab ich gespürt, das stimmt was nicht. Und jetzt weiß ich's auch. Ihr versteigert Sachen, die der Huscher Patrick klaut hat, und seine Mama ist die Hehlerin. Wieso machst du sowas, Mama? So, ich geh jetzt. Ich warte dann im Auto. Danke, Christine. Warum tust du mir das an? Was springt dabei für dich raus? Wenig. Nur ist das nicht schlimm, aber das, was heute abends laufen soll, Mama. 8 Fotoapparate, nagelneu. Wo sollst denn du die her? In Kommission halt, von der Huscher Helga. Mama, bitte. Und jetzt? Jetzt geh. Und dann schau ich, dass dein Muttertag glatt für dich läuft. Und ich? Du bleibst da. Und? Wart's, bis ich dich anrufe. Voll Glück. Das kannst du brauchen. Du fährst. Zareb, ich bin's. Einsatz. Emergency in eigener Sache. Ja, Homeland mittendrin. Kannst du oder kannst nicht? Was? Nein. Neue Adresse, das kann ich mir merken. Gut. Auf den ist einfach Verlass. Ja, auf mich auch. Wie meinst du das? Du läufst immer zur Höchstform auf, wenn es um kriminelle Machenschaften geht, und ich laufe immer zur Höchstform auf, wenn es um kriminelle Aktionen geht. Felix, du kannst mir entweder alles sagen oder nichts sagen. 18 Uhr werden Fotoapparate vertickt. Von deiner Mutter? Das muss ich verhindern. Mit dem Zagreb. Bitte.
bitte, für Sie. Ein kleiner Imbiss. Das ist aber überaus reizend von dir. Maximilian, gsauf ein Bartl. Aber sag's ruhig, Maxi zu mir. Wo er das herhat. Ich hab noch nie gehört, dass der Bub Imbiss sagt statt Badzeit. Ja, das ist in der Tat merkwürdig. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber je länger ich da hinschaue, umso mehr Hunger kriege. Jetzt, was du sagst, kommt's, machen wir uns was. Eigentlich könnt's aber auch wieder gehen. Das darf dir so passen. Ich hab schon gut. Sag einmal. Du und deine Mama, wenn ich fragen darf? Dürfen's. Die ist nicht da. Nein, nein. Die drei helfen bloß aus. Meinen, sie müssten mit Mama ersetzen. Geht aber nicht, gell? Ja. Viel Glück. Ich will nicht wissen, was ihr macht, aber wenn ihr was macht, vergiss nicht, dass du Polizist bist. Ich rufe dich an. Wann? Rechtzeitig. Fexer, was brauchst du von mir? Probleme mit der Mama. Geh, okay, mal was anderes. Heute ist übrigens Muttertag, gell? Meine Mama ist Teil von einem Frauenclub. Versteigern Sachen im Internet. Mit in diesem Club, um nicht zu sagen führend, Husche Helga. Nein. Das ist ihr genetischer Unfall schon wieder draußen, Patrick. Seit eineinhalb Jahren. Aber sag einmal, wie kommt deine Mutter dazu mit der Husche Helga und ihrem Sohn? Frag mich nicht. Ich hab's gerade erst entdeckt. Da. Das versteigern sie alles. Lang läuft das noch nicht. Bisher haben sie bloß kleine Sachen verkauft, aber schon langsam. Schau mal, das letzte. 8 Fotoapparate gleicher Bauart. Neuwertig. EH. Ja, genau, EH. Jetzt schaust du mal um den Übergabetermin. Heute 18 Uhr. Ja, genau. Bis dahin haben wir Zeit. Zeit für was? Zeit, um das zu verhindern. Was verhindern? Dass meine Mama wegen Hehlerei droht ist. Weiß noch irgendwer von der Geschichte? Doch nicht etwa deine holde Sandra? Einiges. Sie fix fix. Dass du immer noch nicht dein Klappen halten kannst, wenn so ein Weib bloß einigermaßen geschickt ansteht. Sind Sie zum ersten Mal in München? Ich war fast noch nie weg. Ach so. Geborene und praktizierende Münchnerin. Und zwar mit Leidenschaft. Anna. Und was treibt Sie dann an so einem Tag in ein Hotel? Hilfi. Wieso? Lass doch. Sie meinen, weil heute Muttertag ist? Geht's einer so wie uns? Kinderlos, oder? Na, nein, ich hab schon Kinder. 4. Aube. Alle verheiratet und in einer anderen Stadt. Oder einfach keine Zeit. Na, meine Kinder sind alle bei mir daheim. Pünktlich um 8, wie jedes Jahr. Ja, und Sie sind da? Ja, weil es nicht mehr aushalt, meine Kinder. Alle 4 nicht. Schon gar nicht am Muttertag. Das ist ja hochinteressant. Wollen Sie was zum Trinken? Ein kleines Prosecco vielleicht. Maxi, bringst du uns ein Prosecco? Nein, Maxi, bleib, wo du bist. Das mach ich selber. Bitte schön. Sie sind also vor Ihre eigenen Kinder geflüchtet. Am Muttertag? Jawohl. Ja, Helga, servus. Ah, grüß dich, Christine. Du, ich wollte jetzt bloß noch mal checken, ob das in Ordnung geht, heute auf Nacht, 18 Uhr, Abholung, Fotoapparate. Ja, wieso sollte das nicht in Ordnung gehen? Ja, weil doch dein Felix auf Besuch ist, und wenn man denkt, dass vielleicht fortfahrt wegen Muttertag oder so. Nein, nein, der hat nur Blumen gebracht. Aha. Feiert dein Patrick nicht mit dir? Na, da haben wir noch nie sonderlich Wert drauf gelegt, Muttertag. Also dann bis um 6 Uhr. Fertig. Fertig. Deine Mutter vercheckt 8 Fotoapparate. Abholung heute. 18 Uhr. Hat sie schon daheim, die Fotoapparate? Sicherlich nicht, das hätt's mir gesagt. Das heißt, sie kriegt's erst. Von wem? Mama Husche. Und die hat's von ihrem Buben Patrick. Der hat's gestohlen. Dann war's jetzt natürlich hilfreich, wenn man wisst, wo in letzter Zeit Fotoapparate gestohlen worden sind. En gros.
In welchem Elektromarkt? Da? Ach, Gott sei Dank sind es nicht mehr. Da brauchen wir 3 Tage, bis wir da durch sind. Wie ist das bei den Profis? Zwischen Bruch und Verscherbeln 3 Stunden. Und Mama Huscher und ihr Bruder sind Profis, oder? Auf dem Gebiet ja. Das heißt, die Dinger sind noch gar nicht gestohlen, die werden erst gestohlen, binnen der nächsten 3 Stunden. Wir müssen verhindern, dass die Fotoapparate bei der Übergabe um 18 Uhr in Zusammenhang mit meiner Mama gebracht werden. Ja. Sollen wir es selber stellen? Nein. Wir bringen es wieder zurück, wenn es die anderen gestohlen haben. Aha. Den habe ich gecheckt, alles in Ordnung. Herr Felix? Ja, der hat bloß Blumen gebracht. Sicher, dass er nichts mitgekriegt hat von euch am Damenkränzchen? Ja, sicher. Dann geh mal so, dass du halt um 6 deine Blumen kriegst. So mag es. Ein Muttertag ganz nach meinem Geschmack. Felix, jetzt war noch mal die Huscher kurz da. Und gerade ist mein Patrick unten vom Parkplatz gefahren in einem Lieferwagen. Fabi? Grün? Danke, Mama. Und du machst nichts, bis wir da sind. Felix? Mama? Krieg ich da eine Strafe? Wir machen alles, dass du keine kriegst. Felix? Mama? Ich bin froh, dass du gekommen bist heute. Ich bin schon früh allein. Die Pension vom Papa, weißt, das ist ja nicht hoch, hängt vom Alter ab, weißt ja. Da brauche ich den kleinen Nebenverdienst. Mama, wir machen das schon. Und gegen das Internet versteigern ist nichts zum Sagen. Außer wenn man es mit der Husche Helga macht. Also bis dann. Vierte. Weißt du, was ich da sag? Was? Da. Na, was da? Da. Die steigen da ein. In nächster Nähe. Der war jetzt so und so lang im Bau. Das heißt, der geht keine größeren Risiken ein. Und sein Revier kennt der in- und auswendig. Alles und jeden, auch jeden Sicherheitsdienst. Ja, aber mir? Ich bin. Ja, den brauche ich ja gar nicht einsteigen. Hm? Wieder zogen wir Bockens. Zeig mal an. Wir sind einer zu wenig. Wir brauchen einen Offiziellen. Schau mir mal an, zivil und ohne Waffe. Gesoffen. Bin gleich wieder da. So, Maxi, ich muss jetzt in Einsatz. Und wie lange dauert der? Keine Ahnung. Und was mal mit den ganzen Weibern da drin? Sie gehen dann schon wieder. Wann? Irgendwann. Kannst du sie einfach hinausschmeißen oder nimm's mit? Die sind eigentlich wegen dir da. Thema Muttertag. Ich brauch die nicht. Ich hab meine eigene Mutter. Ja, aber die ist nicht da. So, ich muss dann. Nutella-Markt. Bartle mein Name. Was kann ich für Sie tun? Auf dich, Mutter Wertheimer, deine 4 grausamen Kinder. Genau. Grausam sind sie nicht, nur grauenvoll verzogen. Ja, also, wenn alle Kinder so sind, wie du sagst, dann bin ich ja richtig froh, dass ich keine hab. Froh bin ich schon. Nee, der Muttertag. Dann mag ich sie nicht. Alle 4 nicht. Da benehmen sie sich alle zum Kotzen. 7 kommen zum 8 Kaffee, um 9 Streit.
Und das ist ein Muttertag. Ja, da bin ich einfach aufgestanden und bin gegangen. Respekt, Wertheimerin, und Hut ab. Am Muttertag stiften gehen, hab ich die Ehre, sag ich da. Ja. Ja. Liebe Mama, sagt der Fritz, das ist der Älteste. Der Zahnarzt. Nein, das ist der Hans. Der Zahnarzt ist der Emil. Nein, ich glaube, du verwechselst da was, Frau Wertheimer. Weil vorher war der Zahnarzt der Fritz. Und der Emil der Architekt. Genau. Von einem Hans war keine Rede. Herrschaftszeiten, ich werde verflucht noch mal meine eigenen Kinder kennen, oder? Was mache ich denn hier überhaupt? Zuhören, wie irgendwelche Leute über meine Kinder herziehen. Wieso hast du selber gesagt? Ich kann über meine Kinder sagen, was ich mag. Das geht sie gar nichts an. Ist das klar? Über meine Kinder ist eh nichts kommen, gell? Und schon gar nicht von solchen, die überhaupt keine haben. Ja. Das sind nämlich genau die, die angeblich immer am besten Bescheid wissen, wie man Kinder erziehen muss. So! Jetzt geh. Ihr kinderlosen Bestien. Hey, ich rufe jetzt einen Emil an, der soll mich holen. Ich will auf der Stelle zu meinen Kindern. Ja, schlecht. Ich will die zuzünden doch. Die Rechnung hätte ich bitte gerne. Schau, go. Ich checke aus. Mach ich, Frau Wertheimer. Spinn doch. Lasst es euch gesagt sein. Ein kinderloses Leben kann ein schönes Leben sein, wenn man den Mann nicht zu oft sieht. Weil der Mann als Kinderersatz ganz schlecht taugt. Weil er selbst oft ein Kind ist. So ist. Nein, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Also der Angelo, das war immer ein Mann. Dafür war er kriminell. Ja, und schon. Irgendwas ist immer. Also, wenn dem Xaver seine Schwester, die Irmi, kein Kind gekriegt hätte, dann hätte jetzt ich eins. Und dann hätte ich heute Mutter da. Immer die gleiche Leier. Das ist die wahre Tragik. Die wahre. So, jetzt meine, wird's dann langsam Zeit für euch. Weil jetzt kommen neue Gäste. Und da kann ich keine Treibsuppe von Weiber da herumbrauchen. Ja, sag einmal, wie redst du mit uns? Wir sind eigentlich wegen dir da. Damit du deine Mutter nicht so sehr vermisst. Wir sind deine Mutter Ersatz. Danke, aber ich habe eine echte. Ja, sowas Undankbares. Kommt, geh mal zu mir. Oder zu mir? Ja. Hör auf. Da ist Kürze. Das machen wir. Genau. Das machen wir. So. So, meine Damen. Sind's weg? Jetzt okay. Oh. Das ist so schön, dass du gekommen bist, Mama. Ist doch logisch, dass ich dir am Muttertag nicht allein lasse. Jetzt habe ich aber leider kein Geschenk für dich. Du, aber ich habe ein Geschenk für dich. Für dich ist nämlich heute auch Vatertag. Ja, wir haben uns ausgesöhnt. Bleibt jetzt da? Nein, Maxi. Aber er kann jederzeit kommen. Das ist auch gut. Das ist aber nicht euer Ernst, oder? Doch. Unser Ernst und unser Ziel. Warum du bei der Polizei bist? Frag ich mich bis heute. Das Gestohlen wieder zurückbringen, damit es nicht gestohlen ist. Das ist doch Kinderkram.
Was macht's denn, wenn ich gar nicht einbreche? Oder woanders? Müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Lass mal improvisieren. Mehr improvisieren wie momentan geht überhaupt nicht. Den nächsten Muttertag verreise ich. Das machst du eh nicht. Du und verreisen. Zumindest im Biergarten. Geh. Fahrt's mal wieder wann? Nein, wir brauchen dich schon. Wenn's ums Verhaften geht. Ja. Im Wertefall verhafte ich euch zwar wegen Blödheit im Einsatz. Das ist die Zufahrt zum gesamten Lager vom Einkaufszentrum. Aha. Kennt jeder, der da aufgewachsen ist. Ah, da ist ja auch schon ein Herr vom Sicherheitsdienst. Mit denen sind fast Leute, die Safety People. Verdienen noch nichts. Ja, ich brauche noch ein bisschen dazu Brot. Ich sage euch, wenn wir recht haben, dass da der Bruch läuft, dann spring ich im Viereck. Das ist ja wohl das kreislichste Grün, was ich je an einem Auto gesehen habe. Wahnsinn. Gibt's jetzt da schon einen Grund, oder? Dafür, dass man nicht sofort zuschlagen. Mehrere. Ihr zwei und ich fahr das Auto in Position. Abflug. Wahnsinnig. Gerne, verlieren wir noch. Hinterherfahren kann ja jeder. Aber Verfolgung durch Vorausfahrt ist eine Herausforderung. Der Patrick kennt uns zwar doch. Thema Rückspiegel, wenn wir hinter ihm sind. Außerdem weiß ich ganz genau, wo der hinfährt. Ich glaube, das letzte Paket. Überraschung. Nix anders.
kannst du das ja wirklich nie, Patrick, oder? Halt doch du dein Maul. So, geh mal. Au. So. Ah. Ah. Ui. Da und die Stange. So, Schatz. Fass mich an. Schau mal, was wir da haben. Du hast Eckstein, oder? Was los, du schwach? Messer! Ja, genau, das machen wir's. Was ist denn der vorne eigentlich? Wo bist denn du her? Das geht den Scheiß an! Gut? Ja, gut. Okay. So, dritter Hetzer. Wo sind sie? Da sind sie. Da sind sie. Ja. Geh her. Husche, husche, husche. Das ist ja direkt kindisch. Wenn so meine Mama geht, dann wäre ich kindisch. Und da kommt nachher noch die große Hillerin vorbei. Frau um die 50. Kein Problem, oder? Solange es nicht kinderlos ist, nicht. Wir haben seine Mama. Sind wir gleich wieder da, gell? Zusammenreißen, gell? Nummer zwei. Hey, was soll das? Polizei, die holen die dann ab. Meins. So, schauen wir mal, wo das hingehört. Fotoapparate. Da. Die tun wir jetzt wieder da rein. Dann waren die nicht gestohlen. Deine Mama ist raus aus dem Spiel. Sandra, du wirst gebraucht. Ja. Das Ganze geht jetzt in den offiziellen Teil über. Erstens muss jemand zum Einkaufszentrum, Einfahrt, Lager, da hängt einer am Heizungsrohr. Der hat denen die Ware beschafft. Zweitens
Großeinsatz am Containerplatz hinterm Hotel Starlight. Da sind an mir. Sag nichts, Mama. Dann sind Sie die Frau Huscher, oder? Die Hehlerin. Zeitwärts. Sohn Patrick Huscher mit Komplize Diebstahl im Einkaufszentrum. Und da ist das Diebesgut. Du brauchst gar nicht so großspurig daherin. Deine Mutter, die hängt da genauso mit drin. Ich sag bloß 8 Fotoapparate. Jetzt nachher, um 6. Welche Fotoapparate? Da gibt's keine Fotoapparate. Ich hab alles durchgeschaut. Ich weiß nichts von Fotoapparate. Ja. Ja, was zum Trinken? Wir waren ein Bier!